Heute werden wir uns den Account von Krümelein anschauen. Sie möchte, dass ich unbedingt und intensiv auf Diana eingehe. Das werden wir natürlich machen. Und somit begrüße ich euch zu einem weiteren Account-Review. Und ich muss sagen, sie nähern sich langsam dem Ende zu. Und nochmal für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich nehme derzeit aus Gründen erstmal keine weiteren Account-Reviews-Anfragen an. Sprich, ich glaube, sie ist die vorletzte, die jetzt kommt. Ich werde eventuell nach April bzw. Mitte April eventuell nochmal neue Anfragen annehmen, aber jetzt erstmal nicht mehr, dadurch, dass ich erstmal den Umzug fertig haben möchte und all so ein Kram, ja? So, wir nehmen mal die ganzen Sachen an. Ich glaube, sie war schon ein bisschen länger nicht mehr online. Dann können wir bestimmt auch so dreist sein und den Wish machen. Vielleicht kriegen wir ja ein cooles Monster aus. Das wäre jetzt lustig, weil ich bin, glaube ich, in meiner ganzen Karriere nur einmal darauf gekommen. Und, oh, Victory. Nein, keine Wings. Wings. Ja, cool, sind wir ja praktisch gerade da reingekommen. So, okay. Also, okay, ja. Und zwar, Moment, ich muss mal ganz kurz die Wünsche und so vorlesen, wo ich genau drauf eingehen soll. Und zwar geht es, soweit ich weiß, hauptsächlich darum, dass sie ein schnelleres GB10-Team haben möchte und Raid 4 safer sein soll, sowie Arena und Gildendev. Habe ich das richtig verstanden? Und ich soll natürlich intensiv auf Diana eingehen. Ja, auf Diana, Windeinhorn. Ich glaube, das war... Ich glaube, das war das. Raid könnte ich gegebenenfalls auch weglassen, wenn es zu lange dauert. Schauen wir mal. Also, fangen wir erstmal mit den obligatorischen paar Monstern an. So, okay, das sind echt auch nicht so viele, muss ich sagen. Vero hasse immer noch nicht. Man muss nämlich sagen, ich habe den Account schon mal gereviewt. Das war ganz am Anfang irgendwann. Und da hatte sie auch kein Vero. Bis jetzt hat sie ihn immer noch nicht. Okay, gut, fangen wir mal mit Rina an. Rina ist einfach nur tanky as hell. Vielleicht ein bisschen Speed wäre noch ganz cool bei ihr. Wobei Speed, ja, muss nicht sein. Ja, nee, muss nicht sein. Sie muss ja in der Theorie, muss einfach nur nerven. Und Rache, Energie. Gut, ist so ein bisschen auf Broken. Rache muss nicht unbedingt sein. HP. Also wenn du... Energie auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall machen. Aber ich würde eventuell Rache durch Schild ersetzen, wenn es möglich ist. Oder durch Wille irgendwann. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, das würde weitaus mehr bringen. Die Runen sind jetzt auch noch nicht wirklich hoch, ja. Also da wird noch ein bisschen mehr HP draufkommen. Ich schätze mal so auf die 20.000. Wenn nicht sogar viel, also so 21.000, so 22.000 ungefähr. Sieht auf jeden Fall solide aus. Und ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, auch ein Grund, warum ich die Account-Reviews ungerne mache. Jetzt, ich sag das jetzt einfach mal hier. Normalerweise wollte ich darüber nicht groß reden, warum ich die Account-Reviews nicht gerne mache. Das Ding ist einfach, viele tun die Account-Reviews so ein bisschen falsch interpretieren. Das ist so ein kleines Problem. Das sieht man hauptsächlich auch an die, das sieht man an den Videos, an der Bewertung der Videos. Und viele haben einfach andere und verschiedene Meinungen zu den, im Gegensatz zu meinen Meinungen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein Problem. Und das ist halt etwas, was mich auch ein bisschen stört, weil, naja, viele sehen die Meinung von anderen einfach nicht ein. Die haben ein Video angeguckt und der muss Recht haben. Aber wenn jemand anders was anderes sagt, der hat dann wieder Unrecht. Und das sind so Sachen, das mag ich nicht, weil... Naja, das ist ein Spiel, es hat 10.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, man kann es so und so machen. Irgendwann wird vielleicht auch Bernard auf Full Zorn gespielt. Wer weiß, ne? Und wenn ich jetzt sage, ja, Bernard kann man auf Zorn spielen und in 3 Jahren oder so wird Bernard auf Zorn gespielt, dann lache ich die Leute aus, weil ich das schon vor 3 Jahren gesagt habe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine Sache, die... Naja. Gut, also Rina sieht auf jeden Fall an sich solide aus. Wird auf jeden Fall noch was dazukommen. Wie gesagt, ich würde die Rache vielleicht noch ändern, aber ansonsten sieht es okay aus. Hua ist auf Tempo Klinge, das sieht gut aus. Mit Speed, Crit Damage, Attack, das sieht gut aus. Das Einzige, was mich jetzt hier schon wieder stört, ist, der Crit-Ratenwert ist viel zu niedrig. Sie müsste viel mehr Crit haben. Also so mindestens 70, um ihr Potenzial überhaupt zu zeigen. Ja, HP-Wert sieht sogar okay aus, aber Attack, Crit-Rate-Wert, sie könnte sogar noch schneller sein. Also wichtig einfach nur Attack, Crit Rate, Crit Damage. Accuracy sieht sogar gut aus. Speed ist auch okay.
Aber da kann man auf jeden Fall noch was dran machen, ja? Also auf jeden Fall darauf achten, dass du in den Zap wärst, vor allem die Crit wieder hast. Crit, mehr eher Crit anstatt Crit Damage, das ist wesentlich wichtiger. So, Bernard ist auf Tempo Energie mit Speed, Attack, HP. Also hier auf, ich würde hier eher eine HP-Rune reinmachen, weil er muss nicht wirklich auf Attack gebaut werden. Aber vielleicht baut man ihn ja in 3 Jahren auf Zorn, man weiß es ja nicht, ne? So, also er ist auf jeden Fall tanky, das gefällt mir sehr. Er ist auch relativ schnell, also wenn man ihn im PvE benutzt, dann sollte er einfach Speed abgetuned sein, sprich er sollte einer der ersten sein, der drankommt, sprich er sollte auch den entsprechenden Speedwert haben. Der Rest gefällt mir sehr gut, außer die Accuracy, also so 30% sollte er vielleicht schon haben, vor allem wegen dem zweiten Skill mit Attack und Deathbreak, sollte man vielleicht schon machen, aber im Großen und Ganzen sieht er auch okay aus. Wenn Speed, weiß ich jetzt nicht, kenne deine Teams nicht, müssen wir gleich gucken und so gefällt es mir sehr gut, muss ich sagen. Akamir ist Fatal Klinge mit Attack, Crit Damage, Attack, okay. Der sieht wiederum richtig gut aus, der gefällt mir sehr gut. Der ist nur sehr, 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 sehr langsam. Also ein bisschen mehr Speed in den Sub-Werten würde ich schon ein bisschen empfehlen. Er ist sogar relativ tanky, muss man sagen. Er hat einen guten Attack-Wert, kann man auch nicht sagen. Der hat den Crit-Wert, den er braucht. Crit Damage ist noch ausbaufähig, aber er hat immerhin den Crit-Wert, ja. Also der gefällt mir echt gut, der ist nur sehr langsam. Also da würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Hat er Max Skills? Der hat auch Max Skills. Okay, das sieht sehr cool aus. Also wie gesagt, hauptsächlich der Speed noch ein bisschen, weil das ist... Ich meine, im PvE ist es jetzt nicht so... Na, muss nicht so sein, aber vor allem im PvP, der kann auch im PvP reinhauen. Vor allem, wenn man auch keinen Lucian hat oder so, kann er seinen Job echt gut machen. Und der wird einfach outgespeedet, der wird gar nicht erst zum Zug kommen, das ist halt so das Problem. Aber für PvP, PvE sollte es okay sein. Würde halt nur sagen, trotzdem ein bisschen auf Speed achten, wenn möglich ist dann halt, ne? Bella ist auf Tempo Energie mit Death, HP. Also sie ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie dein Speed ist, das müssen wir uns gleich angucken. Also sein Team ist, was Speed abgetuned ist. Sie sollte einer der ersten sein, die drankommt. HP-Wert sollte auf jeden Fall ausreichend sein, vor allem für GB10. Speed finde ich ein bisschen wenig, also Speed sollte noch drin sein. Ja, es liegt halt daran, dass hier eine Death-Rune drin ist. Wenn jetzt hier eine Speed-Rune drin wäre, wäre sie wahrscheinlich wesentlich besser, aber anscheinend hast du keine. Also Speed wäre noch ganz cool. Accuracy-Wert könnte auch noch ein bisschen gestiegen werden, dadurch, dass es Strippen und ein Deathbreak landen kann. Wäre es vielleicht noch ganz optimal, ein bisschen Accuracy mit reinzubringen. Aber die HP-Wert sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Also sie geht in die richtige Richtung, aber muss noch ein bisschen verbessert werden. So, Diaz ist Energiewächter Frost mit Death. Also du könntest auch Death, HP, Death machen und ich würde vielleicht anstatt Frost Rache nehmen und vielleicht Schild irgendwie mit reinbringen. Was hat er da für einen Death-Wert? Der Death-Wert sieht gut aus, der hat aber zu wenig HP. Speed braucht er wie gesagt nicht, Accuracy könnte er ein bisschen haben, Restwert sieht auch gut aus. Alter, das liegt halt auch an den Frost-Runen, aber Rache ist wichtig im Raid. Ja, und Shield wäre auch noch eine nette Option, aber dafür braucht er auch einen besseren HP-Wert. Also, ich würde erstmal gucken, dass du Frost durch Rache ersetzt, wenn es geht. Ja, okay, es sieht gerade nicht so wirklich danach aus. Okay, eine Rune hätte man, die man ändern könnte, wenn das hier doch... könnte man in der Theorie machen, weil Accuracy könnte er auch ein bisschen gebrauchen, weil er sehr viele Debuffs verteilt mit seinen 2 Skills. Also, das ist nicht so... Ja, also da muss man schon ein bisschen drauf eingehen. Aber ansonsten, okay, aber das könnte zum Beispiel schon daran liegen, dass Raid 4 eventuell noch nicht 100%ig läuft. Ich meine, der Death-Wert ist cool, aber irgendwie fehlt der Rest. Das ist halt so das Problem. Gehen wir mal Kass ein. Kass ist entruned, war wahrscheinlich auf Attack, Crit Damage, Attack. Kass, gut, würde ich jetzt inzwischen eher für Jayne bauen, weil Jayne ist an sich gar nicht mal so schlecht. Den brauchen wir ja für die Fusion. Würde ich wahrscheinlich eher anstreben. Ich bin jetzt nicht so der Kass-Fan, wenn jetzt Kass... Fetischisten irgendwie unter euch sind, können gerne was dazu schreiben. Ich mag ihn nicht, ich würde ihn auch eher als Fusionsfood bezeichnen für Jayne, weil Jayne kann echt, also in der richtigen Combo kann Jayne echt gut in der Death bringen, aber naja. Megan ist hingegen auch in Ruhn, das ist schlecht. Also Megan finde ich eigentlich richtig cool. Okay, du hast einen Shannon. HP, keine Ahnung, HP, 4-Star. Also Speed, Energie war auf jeden Fall richtig, würde sie aber auf Speed, HP, HP setzen. Schön tanky, schön schnell, abgetuned halt so ein bisschen. Accuracy sollte sie auch ein bisschen haben, vor allem später für Dragons wirst du sie brauchen. Deswegen wirst du darum nicht herumkommen, sie zu bauen, früher oder später. Ja, also hier muss auf jeden Fall was gemacht werden.
Julius auf Fatal Klinge mit Speed, Crit Damage, Attack, okay. Also ich bin ja auch dabei, meine Julie zu bauen, einfach aus dem Grund, dass es für mich wesentlich einfacher ist, dann in der Arena mit Lucian zu arbeiten. Und ich baue meine auch eher ein bisschen speedy und ein bisschen tankiger, weil sie einfach nur minimal ein bisschen mehr Schaden machen soll, damit mein Lucian den Rest machen kann. Und mein Lucian, da fehlt so ein bisschen für den Lucian, so ein bisschen. Und kann man auf jeden Fall machen. Im Normalfall ist es eher Attack, Crit Damage, Attack. Fatal Klinge kann man auf jeden Fall machen oder sollte man machen, habe ich glaube ich auch. Je nachdem, welchen Zweck die Julie wirklich erfüllen soll. Ich sehe nur, dass hier natürlich gut 13 Speed ist natürlich nicht gerade schlecht. Aber die anderen Werte sind einfach kacke, die auf der Rune drauf sind. Ich meine, sie ist gut in Speed geruhnt, aber gerollt, aber naja. Also die Stats sind, also die Runen an sich, da liegt das Problem eher. Ja, also mehr Runenfarm, das ist so die Devise hier. Crit-Rate ist viel zu wenig, Crit-Damage ist so... Naja, also Crit-Rate ist auf jeden Fall zu wenig und der Rest, der müsste dann in Crit-Damage und ein bisschen in Attack gehen. Speed sollte sie auf jeden Fall auch haben, sonst... Das Ding ist halt einfach bei ihr, wegen dem letzten Skill. Sie sollte auf jeden Fall nicht langsam, also nicht zu langsam sein, wenn sie gecuttet ist und attacked wird, hat sie gelitten, weil sie nicht mehr ihren Hauptschadens-Output hat mit ihrem letzten. Das Ding ist halt, umso, wenn ihr HP voll ist, macht sie den meisten Schaden mit dem letzten. So, und das ist nämlich das Ding, warum sie auch noch ein bisschen schneller sein sollte oder relativ schwer ist zu usen. Aber okay, hier fehlt auf jeden Fall noch die Grundwerte. Attack, Crit Rate, Crit Damage, sowas halt. Xiaoling, auf jeden Fall auch ein Raid Monster, ist auf Fatal Klinge nicht, ist auf Attack, auf Triple Attack. Also, Xiaoling, das ist auch so wieder so ein Raid Monster. Das Ding ist bei Raid 4, du solltest sie schon mindestens auf Vio bauen. Vio Klinge ist okay. Später kann man oder sollte man sie dann schon eher auf Vamp ruhen. Weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht mit ihr im Raid, dass meine ist auf Attack, Crit Damage, Attack, auf Vio Klinge und sie ist strong. Das Ding ist einfach nur, dass sie nicht viel aushält. Und das macht dann erst die Vamp-Runen wieder fett. Deswegen benutze ich sie eher weniger und benutze zum Beispiel mein Monkey lieber, weil er einfach wesentlich, einfach konstanter Schaden macht. Mir bringt es nichts, wenn das Monster umfliegt. Und mir der Schaden dann fehlt. Und da ist mein Monkey zum Beispiel wesentlich die safere Variante. Ich mache zwar ein bisschen weniger Damage, aber es ist einfach safer. So, und Xiaoling, Fatal, Broken würde ich nicht raten und Attack, Attack, Attack sowieso nicht. Also, ich glaube, vom Raid bist du sowieso noch weit entfernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn eher, versuchst du, wenn dann direkt auf Vio zu bauen, Vio Klinge, wenn möglich. Später dann auf Vamp halt, sobald du da Necro farmen kannst. Oder Rache. Ginge auch, ja, also wenn du den Crit-Wert erreichst, könntest du auch die Klinge weglassen und auf Rache gehen, das geht auch. Aber, naja. So, Kona ist auf Energie, Energie, Schutz mit HP, HP, HP. Sehr tanky auf alle Fälle, sollte wahrscheinlich dein Vero-Ersatz sein. Wenn es funktioniert, okay. Das Ding ist einfach, du willst ja dein Team schneller haben, da werden wir auf Vero bzw. auf Kona versuchen sowieso zu verzichten. Aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil du sehr wenige Six-Stars hast, um dein GB10-Team schneller zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob was läuft, aber werden wir ja gleich sehen. Ist auf jeden Fall sehr tanky, ist aber ein bisschen langsam. Ja, also tanky sollte der auf jeden Fall sein, weil er sehr wenige Base-HP hat, davon abgesehen ist er noch 5-Star. Ein bisschen langsam für einen Vero-Ersatz. Das Ding ist ja auch, dass es ein Skill ist und keine Passive wie bei Vero. Deswegen auf Vero wirst du früher oder später sowieso brauchen. Auch wenn er erst ätzend ist zu bauen, aber den wird man brauchen. Aber naja, ist okay. Vielleicht reicht es für die Zwecke. Aber Kona ist ein sehr cooles Monster. Das kann man später immer noch gebrauchen. Aber naja. So, Galeone sollte immer ein schneller sein als dein Team. Außer im PvP, jetzt habe ich es langsam mal raus, ja, Galeone kann speedmäßig im PvP höher sein, wird aber anders geruhnt, wird Shield, Wille geruhnt und dient dazu, dass Orion nicht das Wichtige strippt. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es mir mal gemerkt. Attack, HP, HP auf Galle. Also eher Speed, HP, HP, Tempo, Wille sieht gut aus. Zu langsam sehe ich jetzt schon, weil dein Rest des Teams wesentlich schneller ist als er. Zu langsam, zu squishy, zu wenig Accuracy. Darum muss gearbeitet werden. Qualklinge mit Speed, Attack, Attack. Okay, das geht auf jeden Fall, wenn man noch keine Crit Damage, also wenn man den Crit-Ratenwert für Crit Damage nicht erreicht, ohne Crit-Raten ruhen. Okay, Hm,
Sie sieht an sich okay aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie großen Schaden macht. Da fehlt irgendwie ein bisschen der Attack-Wert. Gut, die sind hier gerade mal auf 9, da kommt noch ein bisschen was zu. Die ist ein bisschen, ja, also, ich weiß nicht, ob sie Schaden macht. Sie ist aber auch noch 35, ne? Aber auf die Stats hier kann man sowieso nur so semi eingehen. Aber die Runenwahl könnte ich, ja, ist okay auf alle Fälle. Speed, Attack, Attack. Also später halt würde ich sie auf Speed, Crit, Damage, Attack wahrscheinlich setzen. Oder auf Attack, Crit, Damage, Attack. Aber okay, das dauert halt noch. Rogue, hui. Gewaltklinge mit Attack, Crit, Damage, Attack. Okay. Ja, hier ist auch wieder die Crit-Rate natürlich das Ding, ne? Wenn man die Crit-Rate nicht erreicht, würde ich immer erst bevorziehen, eine Attack-Rune reinzusetzen. Weil es bringt nichts, wenn du Crit-Damage hast, aber den Crit-Ratenwert nicht hast, weil die nicht critten. Das ist halt so das Ding. Deswegen würde ich halt sagen, wenn möglich, geh halt erst auf Attack, anstatt auf die anderen Sachen. Das würde weitaus mehr bringen als, ja, als das andere da, ne? So, Huahi, sehr cooles Monster in Necro. Ist Attack, Endruhend, Attack, Attack. Ja, ist halt Endruhend wieder. Also Huahi, Attack. Huahi würde ich später, jetzt brauchst du sie sowieso noch nicht so wirklich, eher auf Vio ruhen. Vio Broken, wenn möglich, eventuell halt Klinge. Und dann Attack, Crit Damage, Attack oder Speed Attack, Attack. Aber das dauert halt eh noch, weil die Würste hauptsächlich eh nur Necro brauchen, deswegen. Colleen, sehr wichtig zum Beispiel für Raid. Und dein ist auf Energie, Energie, Schutz mit HP, HP, HDEF. Speed HP, HP oder Speed HP, DEF würde ich hier also Speed HP, DEF würde ich schon eher bevorziehen. Zu wenig DEF, zu wenig HP, zu langsam, zu wenig Accuracy. Also da Raid-mäßig, ich kann ja einen zusammenbauen, ein Team. Aber du wirst noch was an die Monster machen müssen, um überhaupt Raid 4 aushalten zu können. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber okay. Qual-Fokus. HP, Attack, HP, Speed, Speed, HP, HP. Zu wenig HP, zu langsam. Accuracy ist okay. Ja, also zu squishy. Aber wie gesagt, ist halt auch noch 5-Star. Deswegen, da wird noch was kommen irgendwann. Spectra ist entruhend, okay. Raki ist auf Attack, Attack, Attack mit Pille-Palle-Ruhen. Bis auf so ein paar. Ja gut, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber die Richtung ist okay. Fettel-Klinge kann man machen am Anfang auf alle Fälle. Ja, aber auf die Werte kann ich halt nicht wirklich eingehen. Shannon ist auf Qual-Energie mit Speed, HP, HP. Das sieht gut aus. Ja, ein bisschen HP vielleicht noch, so auf die 10.000 versuchen zu bringen. Der Rest ist eigentlich okay, wenn der Speed abgetuned ist, dass sie so als zweites vielleicht drankommt, dann sollte es eigentlich an sich passen. Qual Energie, ne, ja, ja, ist okay. So, Diana, da gehen wir gleich drauf ein, wie gesagt. Hathor sollte schnell und tanky sein. Gut, also du gehst den richtigen Weg. Speed, HP, Def. Okay, hier dann noch eine HP-Rune rein, aber du gehst den richtigen Weg für den Anfang, später vielleicht auf Wille setzen. Aber du gehst den richtigen Weg. Und mehr Accuracy. Auf jeden Fall mehr Accuracy. Aber ansonsten sieht es okay aus. Darion ist entruhend, okay. Ishir ist auch mehr oder weniger entruhend. Ja, lasse ich auch mal weg. Hatte ich jetzt schon bei mehreren Reviews. Also wie gesagt, wenn jemand jetzt ein Ishir Interesse an Ishir hat, einfach mal in die anderen Videos reingucken. Also Ishir war auch bei fast jedem Account-Review irgendwie dabei. Thrain, Klinge, Qual mit HP, Attack, HP. Okay, kann man machen. Ja gut, ist halt noch zu langsam und alles. Ist halt für TOA hart sehr cool. Okay, jetzt gehen wir nur noch auf so ein paar bestimmte ein. Ich kann mal ganz kurz auf Lisa eingehen. Lisa ist auch ein cooles Raid-Monster. Ist aber sehr schwer zu bauen. Würde ich am Anfang sowieso von abraten. Bio-Energie würde ich sie bauen mit Speed HP HP. Oder Swift, Fokus oder Energie, wenn man zum Beispiel jetzt noch kein Vio bauen kann. Speed, HP, Accuracy oder HP, so halt. Also sehr tanky wieder zu bauen hier. Ein bisschen Accuracy-Werte da nicht vernachlässigt werden. Plus Speed und so ein Kram. Orion? Nee, kein Qual. Also Qual war mal eine Meta oder ist immer noch eine Meta. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Tempo, Wille, Speed, HP, HP oder Accuracy. Also schön tanky, schnell mit ein bisschen Accuracy. Chilling lasse ich jetzt mal weg. Jojo, okay, das war es dann eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Okay, gut. Dann können wir jetzt mal auf Diana eingehen. Also, du möchtest, dass ich komplett auf Diana eingehe. Also, Diana ist auch ein Monster. Ist sehr cool. Ist aber Hauptaugenmerk PvP. Ja, also Diana ist eine Bombe
Pferd in PvP. So, du hast jetzt auf Triple Energy, weil du wahrscheinlich noch keine anderen Optionen hast. Ist auf HP, 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 okay. Also, ich gehe jetzt mal darauf ein, wie man sie später baut, wenn man vielleicht ein bisschen weiter ist und warum man sie so eventuell baut, wo man sie gut einsetzen kann, wer Diana countern könnte und wo man sie gut einsetzen kann, abgesehen von der Arena. Da Arena also, wie gesagt, richtig gut, richtig tolles Monster in der Arena, aber ja, wir gehen einfach mal drauf ein. Also, Diana. Wie gesagt, ist ein sehr cooles Monster in der Arena. Vor allem im Angriff oder RTA sehr cool. Vio Wille würde ich sie eher ruhen, später vor allem. Mit Speed, Crit Rate oder Crit Damage, HP. Also Speed, Crit Rate oder Crit Damage, HP. Ja, würde ich schon sagen. Einsetzen, abgesehen vom PvP. GB10 kann man sie auf jeden Fall einsetzen. Von 10 würde ich sie ihr so eine 8 in GB10 geben, sagen wir mal, ja. Dann DB10 gibt es auch Leute, die sie da benutzen. Da muss ich sagen, finde ich sie eher ein bisschen schwacher. Kann man aber machen, durch die Schildrunen und alles auf jeden Fall. Kann man machen, sollte dann aber auch schon bessere Runen haben. Farmen kann man mit ihr auch, ist aber auch eher so ein, gibt wesentlich besseres, ja. In PvP hingegen ist es für mich, wenn ich ihr jetzt so eine von 10 geben würde, eine 10 von 10. Also in der Arena ist es schon richtig gut. So. Countern könnte man Diana, was jetzt vielleicht als Diana-Nutzer weniger interessant ist, aber vielleicht schon ein bisschen interessant ist. Tessarion ist, finde ich, sehr gut gegen Diana. Aber hat auch nicht direkt jeder. Aber Tessa kann gut gegen Diana auskommen, kann man sagen. So. Das Interessante ist jetzt bei ihr, ihr zweiter Skill in der Human-Form war das, glaube ich. Moment. So. Genau. Und zwar lesen wir uns ganz kurz vor. Greift den Gegner viermal an und entfernt jeweils einen vorteilhaften Effekt. Fügt kontinuierlichen Schaden zu. Für eine Runde zu, immer wenn es schafft, den vorteilhaften Effekt zu entfernen. So, sprich, sie strippt mit dem zweiten. Was auf jeden Fall schon mal sehr cool ist. Ja? Aber ich will die mir gerade mal selber kurz ein bisschen durchlesen. Greift den Feind an und betäubt. Ja, ja, ja. Hä, das ist doch unique. Das ist unique. Das ist doch die alte. Oder nicht? Bin ich gerade doof? Das ist das Shield. Greift den Feind an und betäubt ihn. Ja, ja, ja. Erhöht jeweils die Angriffsverhalten und Verbündeten. Ja, ja, ja. Greift den Feind an und betäubt ihn. Ja, 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 ja. Erhöht die Angriffskraft mit dem Angriff und du einen kritischen Treffer landest. Erhöht deinen Angriffsbalken. Ach, das ist die Passive. Ah, das ist passiv. Das ist ja cool. Also, aufgepasst, meine lieben Freunde. Jetzt kommt Wissensstunde mit Nailu. Also, das Ding ist, ich habe gerade ein fettes Déjà-vu. Frag mich nicht, warum. Aber okay, dieser Skill ist natürlich sehr cool kombinierbar mit diesem Skill. Sprich, warum man sie zum Beispiel auf... Also Crit sollte nicht vernachlässigt werden, sagen wir es mal so. Warum sollte Crit nicht vernachlässigt werden? Das liegt zum Beispiel an dieser Passiven. Denn, wenn sie viermal crittet mit diesem hier, ist der Attack-Bar-Balken voll. Sprich, sie hat einen extra Turn bekommen, nur durch ihre Passive. Und das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel viermal crittest mit diesem Skill und sie crittet viermal, hat sie einen extra Turn, könntest zum Beispiel instant wieder dann in deine Menschenform umgehen, hat dann so gesehen nochmal einen Turn. Das Ding ist nur, deine Verbündeten haben dann direkt wieder Shield. Also sprich, du machst Damage plus du tust deine Verbündeten direkt nochmal safen in der Hinsicht, dass du so gesehen extra Turn bekommen hast, weil du viermal gecrittet hast. Und wechselst dann halt wieder zum Einhorn und zack, haben deine Verbündeten wieder Shield und sind erstmal safe. Ne? Das ist zum Beispiel so Kombos mit ihr, die gut sind und deswegen sollte man sie eventuell, muss man halt überlegen, ich würde jetzt bei dir auch, wenn du die jetzt, okay, du benutzt sie jetzt nicht hauptsächlich für PvP, du benutzt sie wahrscheinlich hauptsächlich für Arena. Aber würde ich dir raten, am Anfang, wenn du soweit bist, Vio
Wille mit Speed. Ich würde am Anfang vielleicht erstmal Crit-Rate nehmen, wenn du den Crit-Damage-Wert, den Crit-Raten-Wert nicht so hinbekommst, dass der Crit-Damage-Wert Sinn ergibt. Wisst ihr? Dass er halt eher auf Crit ausgelegt ist, um halt solche Kombos zu machen, etc. Deswegen Speed, Crit-Rate oder Crit-Damage HP. So würde ich das halt machen. So, positiv, was auch noch sehr cool ist bei ihr, ist, sie hat zum Beispiel, ein kleiner Fun-Fact, von den Einhörnern hat sie die höchste Base-HP, was zum Beispiel sehr cool ist, ja, und sie skalieren ja mit HP, die Einhörner, das ist zum Beispiel sehr cool. Sie ist ein Buff-Remover, sprich ein Stripper, und kann instant die Attack-Bar vollkriegen, wenn sie crittet, mit dem zweiten Skill natürlich. Und ich finde sie mega cool. Also sie ist einfach richtig cool. Also ich bin, Diana ist auch so ein Monster, was ich gerne hätte. Also Diana, vielseitig einsetzbar, hauptsächlich PvP. Kann man sehr coole Moves mitmachen. Wir könnten uns das gegebenenfalls gleich mal angucken in einem Szenario. Könnten wir, komm, das machen wir mal eben. Wir gehen aber hier in Hard einfach mal irgendwo rein und versuchen es einfach mal so ein bisschen zu zeigen. So, wir gehen einfach nur mal mit Diana rein. Das sollte die ja wohl schaffen, oder? Ich hoffe es doch. Und naja, mal schauen. Einfach nur, um zu zeigen, so ein bisschen zum zeigen. So, also, wir haben, ich habe noch nie mit dem Einhorn gekämpft, das ist gerade mein erstes Mal, Junge, Junge. So, wir versuchen das einfach mal. Wir gehen jetzt in die Menschenform, ja? So. Sie hat sehr wenig Crit, deswegen denke ich nicht, dass das funktioniert. So, wir versuchen es einfach mal. Sie hat keinmal gekrittet. Hätte sie jetzt viermal gekrittet, hätte sie einen weiteren Zug bekommen. Deswegen ist das nämlich relativ wichtig. Können wir das einmal sehen? Na, okay, sie krittet nicht. Sie hat aber auch nur ein paar, wie viel hat sie? 20% Crit, glaube ich. Das ist sehr wenig. Da hat sie einmal gekrittet. Da ist ein bisschen Attackbar hochgegangen. Hat man es gerade gesehen. Da auch wieder. Also, eher auf Critbaum. Vor allem, wenn man Richtung Dings geht. Ich versuche das jetzt hier nur zu protestieren mit dieser Passiven. Aber irgendwie, sie krittet halt nicht wirklich, weil sie nicht wirklich auf Crit gebaut ist. Aber auf jeden Fall, das kann ich halt zu Diana sagen. Sehr cooles PvP-Monster. Kann man richtig mit Spaß haben, vor allem in der RTA. 100 Pro, richtig cooles Monster. Gefällt mir sehr. So, kommen wir nochmal zu ihren Wünschen, und zwar GB10. GB10 schneller machen. Dein Team sieht so aus. GB10 schneller machen. Also, um sie schneller zu machen, müsstest du Galeone schneller erstmal bauen und richtig bauen. Dann würde ich dir raten, eventuell es mit Beth zu probieren. Bauen, aus Sixter machen. Also wir können es jetzt eh nicht probieren, weil du die Monster nicht dafür hast. Aber Galeone ist ein Teil davon, was wichtig ist. Man verzichtet halt so gesehen auf den Heal. Man könnte es noch ein bisschen schneller machen, um unten Heal drin lassen. Das habe ich derzeit auch. Wo könnte ich dir raten? Raten ist auch sehr cool. Genauigkeit ist, naja, ja. Also ich baue dir mal, ich zeige dir jetzt mal eben ein Team, aber das wird hundertprozentig nicht funktionieren, weil die Monster dafür nicht da sind. Ja, also muss man gucken. Also ich würde es so machen, du hast jetzt keinen anderen guten Healer, sage ich mal. Und einen Heal wirst du auf jeden Fall brauchen. Ich würde es einmal so probieren, aber mit einem anderen Leader. Ich würde wahrscheinlich, ja, Crit da nehmen in dem Falle. Könnte funktionieren. Das Ding ist einfach, dafür sind deine Monster noch zu schlecht. Ja, also da musst du auf jeden Fall noch was an den Monstern und an den Runen machen. Musst mehr Farm, Safe Farm, auch wenn es lange dauert. Ich weiß, ist nervig. Aber es bringt mehr. Deswegen, da musst du noch was dran. So, dann Raid 4, genau, Raid 4 Monster, was du hast. Wow. Dann Xiaoling. Dann Diers. Das sind schon mal 3. Dann Colleen wirst du brauchen. Und mit Diana kann man es sogar auch probieren. Ja, ich glaube, ich habe letztens auch mal mit jemandem im Raid gespielt, der Diana mit dabei hatte. Ja gut, Lisa ist jetzt noch eine Option, die ich sehe, aber ja, ich weiß nicht, ob Lisa, ist sehr schwer zu ruhen am Anfang, ne? Also Frontline mit den Monstern, die du hast, Diaz. Und normalerweise eigentlich ein Wille-Buffer fehlt dir halt zum Beispiel. Also sowas wie eine Delphoi oder halt ein Wähler oder so. Ich glaube, oder eine Amelia wäre auch halt sehr cool. Also Wille-Buff fehlt dir hier enorm. Hast du noch irgendwas im Lager, was eventuell Wille buffen könnte? Nee, ich sehe nichts. Im zweiten Galeone sehe ich da. Aber ich sehe jetzt gerade nichts wirklich, was mit
Nee, sehe ich gerade nichts. Hm. Okay, also du brauchst einen Wille-Buffer, was sehr wichtig ist. Ich sag mal so als Beispiel jetzt, ja. Diaz, Delphoi, Front. Dann in der Back, Hua, Xiaolin, dann Colin. Könntest du meinetwegen mal mit Bella versuchen? Ja, gibt's auch Leute, die da Bella noch im Raid benutzen. Aber im Normalfall fehlt. Ja, der Wille-Buffer. Also, das fehlt irgendwie gerade. Hm. Chloe oder so hast du auch nicht, ne? Nee. Hm. Das fehlt. Hm. Ich weiß, also, das wird. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob das für Raid 4 ausreichen würde. Es kann sein, also für Raid 3 wird es wahrscheinlich reichen, für Raid 4, weiß nicht. Also Frontline, Diaz, Delphoi zum Beispiel. Und dann in der Back würde ich den erst mal versuchen. Man könnte versuchen, sie noch für die Front zu bauen, weil sie generell sehr tanky ist, vor allem deine jetzt. Dann könntest du vielleicht mal die zwei in die Front setzen. Vielleicht, wenn tanky genug. Ist aber nicht tanky genug, das ist das Problem. Also vielleicht die zwei mal in die Front setzen und dann D und D in die Back setzen. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und deine Runen sind dafür auch noch nicht wirklich gemacht und auch teilweise ein bisschen falsch geruhnt. Aber naja. Okay. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Pack gefallen hat, würde ich mich selber und Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Haut rein.